Am Samstag, den 23. August, heißt es wieder Power unterm Tower. Live auf der Bühne sind diesmal Andreas Kümmert, der Sieger der Fernsehcasting-Show The Voice of Germany. Ihr wisst doch, der, der so singt wie Joe Cocker. Und Illegal 2001. Das waren noch Zeiten mit Nie wieder Alkohol oder Mädchen sind doof. Dann wird es richtig heiß mit Feuerengel. Das ist die Rammstein-Coverband, von denen Rammstein-Fans behaupten, sie seien besser als das Original. Mit dem Gepäck haben sie eine super Pyro-Show. Da werden wir so richtig eingeheizt. Einheizen tun auch wieder die Jungs von Bon Scott. Wer weiß, ob es AC/DC jemals wieder live auf der Bühne geben wird. Umso schöner, dass wir mit Bon Scott die Hits wie TNT oder Highway to Hell grölen können. Spukig und rockig wird es mit den Irish Bastards und noch weiteren Bands. Moderiert wird das 5. Tower Festival von Simon von Delta Radio und Tim Koschwitz von RSH. Wie ihr hinkommt am 23.08., es gibt einen Bus-Shuttle-Service. Die genauen Zeiten findet ihr unter www.towerfestival.de. Und wer mit dem eigenen Auto kommen möchte, findet hier auch einen Anfahrtsplan. Parkplätze sind genug vorhanden. Und wer mit dem Wohnmobil oder im Zelt kommen und auf dem Festivalgelände übernachten will, der kann das gern kostenfrei tun. Ach ja, und Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen für 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse für 33 Euro. Um 14 Uhr ist Einlass und übrigens, die Fluggesellschaft Air Hamburg bietet kostengünstige Rundflüge an. Also rechtzeitig kommen, eine Runde fliegen und dann mit einem kühlen Bier die heißen Konzerte der 7 Bands hören und abfeiern. Das 5. Tower Festival auf dem Flugplatz Uetersen Heights bei Hamburg am 23. August ab 14 Uhr. Power unterm Tower!